Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und die Kids sind schon in der Schule. Die kleinen Kinder hier essen erstmal in Ruhe. Und das Baby ist schon wach. Gut, wir werden das Kind Samstag Eltern lassen. Ja, das war es erstmal an wichtigen Informationen, die ich euch geben kann. Okay, es gibt eine Last Exception Meldung. Ich hoffe, es liegt an keiner Mod, weil eigentlich habe ich alles, geupdatet. Ich habe übrigens schon ein Haus gebaut, beziehungsweise ich habe ein Haus renoviert. Da werdet ihr auch demnächst, nächsten Mittwoch, ein Speedbild zu bekommen, wie ich es halt renoviert habe. Da müssen wir noch einiges an Geld sparen, aber da würde ich gerne mit der 100 Baby Challenge einziehen und, ja, und das wollte ich euch nur schon mal sagen, dass ich schon Planung habe, wo wir als nächstes hinziehen. Wir werden halt nach San Myshuno ziehen. Das kann ich euch schon mal sagen. Und ja, wir brauchen aber noch einiges an Geld. Wir wollen auf jeden Fall hier hinziehen. Dafür brauchen wir aber 159.000, das heißt 160.000 quasi. Und ja, aber ich finde das Haus halt sehr, sehr schön. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das hier so klappt, wie ich das möchte. Aber wird schon. Wir müssen halt nur ein bisschen sparen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich meine, wir verdienen ja ganz gut an den Büchern und so weiter. Wird schon funktionieren alles. Oh, die Erziehungsfähigkeit wurde perfektioniert. Melody kann bei Babys die Interaktion super effiziente Babypflege durchführen, um deren Bedürfnisse auf einen Schlag zu befriedigen. Während Melody elterliche Pflichten ausführt, kann sie jetzt auf Modus Mutter mit Leib und Seele zugreifen, indem sie ihre eigenen Bedürfnisse... Ey! Keine große Rolle mehr spielen. Die beiden entwickeln sich auch prächtig. Fehlt nicht mehr so viel bei beiden. Das ist sehr, sehr schön. Es gab leider keine guten Noten, aber am nächsten Tag werden wahrscheinlich alle irgendwie Noten aufsteigen. Das ist doch schon mal schön zu wissen. Yay, das Buch ist fertig. Ist es ein Bestseller geworden? Nope, leider nicht. Wo kann ich einen Literaturzirkel schicken? Mache ich. Jina macht eine Phase durch. Sie geht auf Distanz und ist dann eine Weile lieber alleine. Okay. Das ist aber okay, weil ich meine... Sie wird bald Einserschüler, das heißt, sie wird dann erwachsen und dann juckt es eh keinen mehr. Oh, das ist leider ein Teenager. Sonst hätte ich mich an den ran gemacht. Aber du interessierst mich nicht. Nächstes Buch ist fertig. Juhu. Würdest du schlafen gehen? Wie wär's? Jetzt kann halt keiner älter werden, weil es ist jetzt Samstag. Das ist halt ein bisschen scheiße. Aber ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, denke ich. So, dann wird Ilona jetzt einfach mal älter. Yeah, Post. Oh, ist sie süß. Ich glaube, ich würde ihr gerne andere Haare geben. Weil ich meine, die hat jetzt halt Grace schon. Kind brabbelt jetzt erstmal eine Weile. Hier oben geht einfach voll die Party ab. Was ist los, Kinder? Okay, sie hat schon Level 3 in Kommunikation. Das ging tatsächlich ziemlich schnell. muss, ne? Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Juhu. Okay, es gab weitere Spielzeuge. Können wir verkaufen. Ihr fehlt nur noch denken. Dann können wir sie vielleicht heute noch altern lassen. Das wäre da ganz gut, weil dann wären genau zwei Betten für zwei Toddler da. Muss ich nicht wieder ein neues kaufen. Romantikfestival. Und dein nächstes Opfer ist dann also Aaron. Okay. Gut. Da kriegen wir hin. Warte mal. Level 3. Yay! Da ist der Schokokuchen. Queen. Kerzen. Elfenkerzen auszuladen. Grace. Die süße Maus. Ich werde sie aber erst in den Creative Sim packen, wenn sie auch gealtert ist. Nicht, dass ihr euch fragt. Düster. Okay. Und sie kriegt... mental. Weiß ich nicht. Juhu. Kerzen bitte. Das machst du bitte sauber. So, Girl. Wir machen dich noch hübsch. Kein Ding. Iss erstmal was.
Oh, es kommt Post. Nice. Je mehr Post, desto besser. Also wir werden sie auf jeden Fall umstylen müssen, weil das geht nicht. Das ist kein Look. Und außerdem, die Haare hatten wir jetzt schon so oft irgendwie gefühlt. Sie braucht was anderes. Ein bisschen zugelegt hat sie aber auch schon, seitdem wir hier spielen. Kann das sein? Also ich meine, es ist nicht schlimm, aber es hat sich auf jeden Fall was getan, oder? Warum geht das unser Kind? Das ist Chiara. Bist du doch Chiara oder er? Bist du... Ja, sie läuft hier einfach vorbei. Wie schön. Oh, es ist Winter. Oh mein Gott, Leute. Jahreszeiten gehen so schnell vorbei. Oh, es ist sogar Tag der neuen Fähigkeit. Wie schön. Dann müssen wir auf jeden Fall alle hier mal ein paar Level steigen lassen, damit das hier alles vorangeht. Gerade ist ganz angenehm. Also es läuft zumindest besser als irgendwie erwartet. Deswegen, yes. Ob sie Level 4 und 5 erreicht hat. Ich meine, ich akzeptiere es aber. Wowie. Das Kind braucht noch Bewegung und Denken. Das heißt, wir schaffen das auf alle Fälle noch in diesem Part, damit wir dann die beiden Zwillinge, dass wir die beiden einfach mal umstellen können, genau. Easy Fabulous. Wir lernen den einfach mal kennen. Hereinbitten. Ich meine, wenn der jetzt schon hier ist, mit dem können wir ein Kind zeugen. Wir haben jetzt halt noch Aaron, mit dem wir ein Kind zeugen wollen. Dann hätten wir schon mal zwei Baby-Daddies hier so, ne? Genau. You know, kann ich jetzt normal mit dem reden? Dann versuche ich mir einfach mal vorzustellen. Hat es nicht so gut funktioniert, Girl. Nachher Interessen fragen. Vielleicht hat es doch funktionieren. Bewunderung ausdrücken. Komplimente aussehen machen. Anziehung andeuten. Warum kommt er uns besuchen? Warum habe ich mit ihr jetzt einen Romantikbalken? Glaube, das ist nicht richtig. Okay, wir können versuchen, den ersten Kuss zu erleben. Und es klappt. Cool. Jo, mach einfach mal Töchchen möchte. Hey. Hose anbieten, betören. Na ja, dann haben wir zumindest schon mal zwei Typen in der Hinterhand. Das ist gut. Ich meine, wenn die alle weg sind, dann haben wir jetzt ja ein paar Plätze wieder frei. Und dann müssen auf jeden Fall Kinder als Nachschub hinterher. Sie hat Level 3 erreicht. Okay, einmal Hazel bitte. Alles klar. Und sie ist ein faules Kind. Und sie kriegt das. Gut, dann gehe ich jetzt in den Creative Sim. Und dann spiele ich noch so ein bisschen, damit das jetzt nicht damit endet. Und ja, ich gehe in den Creative Sim. Die beiden sind richtig süß jetzt geworden. So, sie sehen zwar vielleicht doch nochmal ein bisschen anders aus als Kleinkinder, aber sie sind sehr, sehr cute. Oh, sie ist einfach mal direkt krank. Wow. Dass das einfach direkt passiert so. Oh, du bist jetzt ein Kind. Krank. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass er eines der Kinder dann bei der Mutti mitschläft, weil ich kaufe jetzt nicht extra ein Bett. Weil ich meine, die anderen werden halt sowieso Montag älter. Es wäre jetzt ein bisschen dumm, jetzt noch ein Bett extra zu kaufen dafür. Die werden schon überleben, dass einer bei der Mutti schläft. Wie immer beende ich den Tag natürlich, wie immer halt. Und wir sehen uns dann am nächsten Morgen wieder, wenn die Kids zur Schule kommen und dann wahrscheinlich ganz viele ausziehen werden und älter werden und was auch immer. Was natürlich sehr, sehr cool ist. Dann können wir neue Babys zeugen und neue Babys kriegen. Und yay, einfach nur. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.